Hey Leute und willkommen zur nächsten Runde von Brotato. Diesmal spielen wir mit dem Gladiator, der absolut kein Glück hat und übelst gar kein Angriffstempo, aber das kann man ausgleichen. Die Frage ist, was ist eine einzigartige Waffe? Wir versuchen es mal so nochmal. Ah, der Helm. Schade, der eine Schlag noch. Damn. Nichts, was uns so wirklich großartig hilft, ne? Ich würde gerne die Sammelreichweite nehmen, ne? Aber wir müssen es so machen. So, das hat geklappt. So, Reichweite macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, ne? Die meiste Reichweite der Waffe wird um 0 ab so halb so effektiv bei Nahkampf. Eine hohe Reichweite wird auch die Abklingzeit von Nahkampf auf längerer Weg der Waffe. Okay. So. Kampfschaden geht runter. Dafür haben wir aber Ernte. So. Kein Geld mehr. Wie gesagt, der kann ja keine Fernkampfwaffen tragen. Oh, nice. Dafür, dass er kein Glück hat, aber ziemlich glücklich. Oh, 1000 Bäume. So, sehr schön. Angriffstempo geht noch mehr runter. Aber wir kriegen Nahkampfschaden. Wir müssen das Tempo jetzt erstmal wieder nach oben bringen hier. Die Rüstung nehme ich aber trotzdem. So, hier minus 2 Schaden, aber Tempo. Mal fast wieder ausgeglichen. Können das kombinieren. Der wirft den? Klasse. So, wie gesagt, ich weiß nicht, was einzigartige Waffen sind. Da bin ich mal gespannt. Shit, hat nicht geklappt. Glück könnten wir auch wieder nach oben bringen. Minus 2 Schaden. Wir haben nicht so viel Geld. Es gibt da minus 2 Rüstung, okay. Alien-Augen sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Mal so machen.
wieder nicht geschafft, oder? Tempo, Rüstung. P-Regeneration, Verkauf haben wir nicht. Das mit der Mine ist cooler. Machen wir so. Der Speer ist ganz schön krass, ey. Aber eigentlich will ich ja, dass die Äxte Schaden machen. Wenn man andere Waffen nimmt als diese Waffen, die einen buffen über Zeit, die nehmen einen nur die Dinger weg hier. Das ist, glaube ich, nicht so klug. Kampfschaden. Die Landminen sind schon eher cool, ne? So, wieder schon alles einsammeln hier. Ja, der Speer, ey. Der ist echt nicht schlecht. So, das hat geklappt. Haben wir sogar zweimal bekommen. Ja, je mehr Wellen halt kommen, umso besser, ne? So, Reichweite. Wir haben es noch gar nicht, aber... Das ist der Speer, der wird verbessert. Ring der Selbstjustiz. Plus 3 Schaden am Ende einer Welle. Fernkampfschaden haben wir nicht. Noch einen Stock brauchen wir nicht. Wir müssen nur noch das Glück ein bisschen ausgleichen. Jetzt kommen die großen Dinger her. Au. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Lebensregeneration. Dafür habe ich ja den Turm hier, ne? Aber ich glaube, ich bin nämlich gleich schon wieder tot, ne? Ja, Gott. Da plus 3. Na? Das mit dem Arm. Angriffstempo. Aber LP-Regeneration. Angriffstempo sind wir ja mehr als fein. Lebensabzug war mies so. Ja, das können wir verbessern. Hm.
Lassen wir mal so. So, am besten wirklich so ein paar kleine Gegner hier, die schnell tot gehen. Steigert unsere... Oh mein Gott, no! 13 Sekunden noch. Heil mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ich nehme mal mehr Schaden. So, Speer, Schraubenzieher. Kann man verbessern. Faust braucht man nicht. Stumpf und schwer. Fernkampfschaden brauchen wir nicht. Elementarschaden aber auch nicht. Minus 2 Crit. Nee. Hand brauchen wir nicht. EP gewinnen, minus 8 Glück. Spawnt einen kleinen Bot, der Gegner in der Nähe verlangsamt. Die Schere. Elementarschaden brauchen wir nicht. Nochmal wieder Minusglück. Okay, oh Mann, ey. Diese Dinger, ich hasse diese großen Viecher. 8 Sekunden, es wird ganz schön knifflig hier. Oh Mann. Wir haben plus 3 Dings wieder. Oh, 20 Glück. Wird aber eigentlich nicht mal den Lebensentzug nehmen, aber dann haben wir das fast wieder auf 0. Wir müssen die LP nehmen. So, Tasche beim Aufsammeln in der Kiste hältst du 20 mal minus 1 Tempo. Das ist nicht so schlimm. Geisterflint. Nimm mal den Stock weg. Angriffstempo. Sammelreichweite, minus 2 Crit, Nahkampfschaden. Ja, wir brauchen Lebensentzug, unbedingt. So, hier ist wieder dieser Turm.
Der hat uns, glaube ich, jetzt auch schon ein, zwei Mal den Arsch gerettet, ey. Ich bin gerade mal bei Level 11, ey. Ich kämpfe hier immer schon um mein Leben. Es war nur eine Schnecke und die hat mir 8 Leben abgezogen. Die Runde müsste, wenn wir so überleben, plus 3 wieder. Na, komm schon, Glück. Dann sind wir endlich ja im Plus. Oh, hier Lebensabzug, nee. Wir müssen das nehmen. Dreieck der Macht. Minus 2 Ernte. Dafür noch mehr Lebensabzug. Das nehmen wir. Elementarschaden brauchen wir nicht. Nur noch mehr Lebensabzug. So, haben wir eine Geisteraxt. Das ist doch gut. Schaden wird immer mehr, ey. Oh shit. Ich hasse diese großen Viecher. Die Kiste ist gut. Das war knapp. Helm, Rüstung, Tempo. Tempo brauchen wir nicht. Ich nehme nur die Rüstung. Technik brauchen wir nicht. Ich nehme nochmal den Lebensentzug. Reichweite können wir runtergehen für Schaden. Minus 5 Gegner. Wollen wir es einfach mal so probieren? Maus, Messer, Krallenbaum. Plus 10 Gegner. Nee. Daraus habe ich gelernt. Oh, wieder so ein großer, ey. Also die Monster, die da auf einen zustürmen, sind wirklich kritisch. Die halten noch so viel aus, ey. Oh, fuck. Okay, Schwein gehabt. Glück. Dann haben wir vielleicht auch mehr von dem Zeug. Das nehmen wir. Den können wir verbessern. Angriffstempo, LP, Regeneration, Crit-Reichweite. Teiler. Was
spawnt einen kleinen Kerl, der langsam 10 Durchschlagsprünge um sich herum verschießt. Das ist natürlich auch krass hier. Nö, nehmen wir Tyler. Guckt euch Tyler an, da oben ist er. Da ganz nah dran stehen, oder was? Na, ich glaube, der hat ihn geschossen. Ja. Bzz, bzz. Au, bin ich genau reingelaufen. So. Nee, das gibt's nicht. Ah, ich schaff's nicht. Ich hab noch nichts freigeschaltet. Diese Dinger, ich muss, glaube ich, aufhören mit dem Kack. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was einzigartige Waffen sind, ne? Wir versuchen mal nochmal. Der Gladiator ist lustig. Diebesdolch. Wollen wir mal auf Crit gehen? Wir können mal gucken. Ach, der arme Gladiator, ey. Au. So. Wir wollen Crit machen, auf jeden Fall. Und wir brauchen Nahkampfschaden. Schon wieder so eine Geisteraxt. Was geschafft ihr habt? Ne, ich glaube nicht. Angriffstempo. So. Ich hab's schon gesagt, ich gehe wieder nicht drauf, aber ich mach's schon wieder, ne? Schade. Au. Vielleicht kriegt man auch diese speziellen Waffen, wenn man die auf Level 5 kriegt, was ziemlich selten ist. War wieder nicht geschafft. Angriffstempo, Rüstung, Glück, Schaden. Chance, okay. Also je länger die Wellen dauern und je mehr Gegner kommen, umso einfacher ist es, diese Dinger zu spawnen da. Rüstung ist minus 1. LP haben wir aber auch noch nicht. Wir wollten ja auf Crit gehen, ne? Komm. Messer, warte mal. Präzision plus 6 Crit.
Jetzt müsste das eigentlich hochgehen, ne? Ja, 14, alles klar. Reichweite. Fernkampfschaden brauchen wir nicht. Fackel. Elementar ist plus Elementarschaden. Na komm. Ah ne, wir sind ja voll. Shit, okay. Na dann los. Nicht erhöht, okay. Vielleicht mein Angriffstempo. Okay, ich würde eigentlich gern. Präzision, primitiv. Also mal plus 9 Crit. Minus 1 LP, Crit Chance. Ist eine Rüstung? Nee, das lassen wir. Okay. Mir auch nicht geklappt, ne? Weil. So. Was ist die Schere? Ist auch präziser. So, die Axt haben wir schon. Technik, hm. Noch nicht. Nehmen wir ruhig mal die Ernte. Das ist auch Präzision, ne? Bei Angriffstempo sind wir schon bei 67. Lol. Er hat mal Lebensentzug. Zwölf Crit. 20% Crit-Chance, okay. Wir haben Lebensentzug. Oh. Wir haben eindeutig zu wenig Leben. Und wir haben noch minus eine Rüstung, glaube ich, ne? Okay. Ausweichen brauchen wir nicht. Wollen wir mehr Crit nehmen? So.
Go. Waffen los. Okay, die natürlich nicht bis rankommen, um mir Schaden zu machen, ist auch cool, ja. Sehr gut. Ausweichen minus. Ja, komm schon, brauchen wir nicht. Ich würde, glaube ich, das Leben nehmen. Hier nehmen wir mal Glück. Da ist dieser Diebesdolch nochmal. Schere haben wir schon Level 2, schade. Schraubenzieher. Fernkampf brauchen wir auch nicht. Ich würde gerne den Crit nehmen. Okay, wir brauchen mehr Lebensraub und mehr Rüstung, für den Fall, dass uns doch mal jemand trifft. Leben ist jetzt schon okayisch. Aber diese Treffer, diese random... Oh, 4. Noch zu krass, leider. Crit-Chance geht leider runter, aber der Rest geht hoch, das nehmen wir. Das brauchen wir nicht. Ein krasses Tempo. Crit. Okay. Nee, mehr Gegner will ich nicht. Schaden geht runter, dafür noch mehr Crit. Tempo ist jetzt momentan schon richtig GG. Rüstung will ich nicht runterhauen. Wir könnten beim Glück wieder even werden. Ein dubioser Trank. Ein LP durchs Verbrauchslebensanzug, Regeneration. Das können wir ruhig mal ausgleichen. Das können wir ruhig nehmen, das können wir ruhig nehmen. Go. So, mal wenigstens eine Runde schaffen hier. Was ist das an, wie viel Schaden die machen? Ein Treffer. Ist mir immer noch zu viel Schaden, leider.
So, Messer. Ein Schwert. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Wechsel zwischen Stich- und Schwungangriff. Klinge und Schwer. Was macht ein Klinge? Nahkampfschaden und Lebensent. Wir verlieren jetzt hier Crit. Aber ich würde gerne mal das Schwert ausprobieren. Ernte geht runter, aber die Diebe gehen hoch. Das nehmen wir. Das können wir leider nicht nehmen. Schade. Ich heb das mal auf. Ein Schwert. Endlich mal hier die richtige Waffe für einen Gladiator. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Ticken mehr Leben und auf jeden Fall Rüstung. Oh. Ja, das ist ein so ein Treffer, ey. Das ist zu viel. Ja, das ist genau das, was ich meine. Man kann hier nicht allen ausweichen. Hier immer auf einen zustürmen. Oh, fuck. Da war ich ein bisschen greedy und wollte alles einsammeln. Okay. Nahkampfschaden, Ernte, Rüstung. Wir sind gerade mal bei einer Rüstung. Aber 8 Schaden. Spawn mehr Bäume. Das ist gut. Primitiv schwer. Du nimmst pro Sekunde Schaden. Nee, das bringt nichts. Ja, ich weiß nicht, minus 5 Gegner. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Ups, das hätte ich vorher nehmen sollen. Statue, Angriffstamm, wenn du dich nicht bewegst. Hammer. 3 RP. So, shit. Naja, ein bisschen was hat's gebracht, aber viel auch nicht. Mehr Bäume heißt mehr Heilung, was auch gut ist. Au, entgegengelaufen, ey. Das ist gut. Das gibt's nicht. Ich laufe wirklich nur gegen diese Dinger. Okay. Nee. So, ich nehme auf jeden Fall die Rüstung. Ich brauche Rüstung. Crit gehen wir ruhig runter. Kreissäge ist egal. Ausweichen bin ich schon bei minus 6. Schraubenzieher ist schon. Schade. Das ist auch krass. Kostet aber auch riesen viel, ne? Mal Welle 13, ey. Ich struggle hier eigentlich schon wieder. Das ist gut. Autsch.
Quatsch. So. Irgendwas mit 20 Milliarden Materialien. Dann haben wir wieder irgendwas freigeschalten, was gut ist. Das ist gut. Sehr gut. Glück geht ein bisschen runter, das ist aber hinnehmbar. Dafür geht Glück jetzt wieder hoch, das ist auch hinnehmbar. Fernkampfschaden brauchen wir nicht. Reichweite brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, ich müsste gleich eigentlich die Waffen versuchen, mal ein bisschen krasser zu kriegen. Aber what can you do, ne? Wenn die nicht aufploppen. Au. Na, die Crits laufen auf jeden Fall sehr gut. Oh, 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 bitte nicht. Da fliegt zu viel Zeug durch die Gegend. Drei Leben. Oh mein Gott. Max LP. Explosion haben wir nicht. Keule haben wir auch nicht. Schraubenzieher ist schon bla. Hm. Ich nehme die Rüstung und das Ausweichen. Ah, so ein Heilungsding hätte ich auch nehmen können. Shit. Kann ja immer speichern. Aber ich weiß nicht, ob ich die Welle hier noch überlebe. Auf diese Dinger gehen, die hier schießen. So. Okay, sehr gut. Reichweite brauchen wir nicht. Crit und Ausweichen nehme ich aber. Da haben wir auch noch sehr viel, das nehmen wir auch. Mehr Lebensentzug. Jetzt haben wir dieses Heilungsding. Schaden sind wir super gut. Das ist auch gut. Limonade. Das Schraubenzieher ist schon blä. Ne, nehmen wir auf. Wir haben 9 Rüstungen. Super viel Leben. Welle 16. Und wir haben so einen Heilungsbot. Aus. Oh, sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Oh mein Gott, ey. Eieieiei. Nahkampfschaden. Nee, den Crit will ich eigentlich behalten.
muss ich die Rüstung nehmen. Okay, dafür verlieren wir Rüstung, aber... Geisterachs, schade. Oh Gott, nix gewonnen wirklich, die... Das war leider nicht so gut. Ich will wirklich gleich mal unsere Waffen aufwerten, aber ich krieg einfach keine gescheiten Waffen. Okay, das war eigentlich ganz gechillt. Brauchen wir nicht. Jetzt sind wir bei 33. Mal ruhig ein bisschen mehr Barrikade. Tempo brauchen wir eigentlich nicht. Dafür haben wir... Ach nee, wenn wir uns nicht bewegen. Das ist gut. Und den verbessern wir. Das ist doch schon mal. Ausweichen. Dafür 8 LP. Nee, Messer. Stock nicht. Elementarschaden. Nein, kann man es nicht leisten. Okay, wir haben zwei Waffen verbessert. Das ist ganz gut. Jetzt einfach mal behaupten. Zwei Wellen. Item ist gut. Getroffen werden ist nicht gut. Schade, kein Level up. Ne, um Gottes Willen. Das können wir ruhig mal machen. Messer bringt nichts. Dubioser Trank, wo wir noch mehr Glück haben. Stein. Oh, plus eine Rüstung. Mehr Bäume. Ah, shit. Kriegerhelm ist natürlich auch geil. So, warte mal. Das Messer heben wir uns auf. Dann kriegen wir schon mal das. Minus 10 Tempo können wir ruhig auch machen. Wir sperren mal die beiden hier. Weil den Kriegerhelm, den würde ich gerne noch haben. Au. So, Bäume kaputt machen, jawohl.
machen wir noch ein Level up. Ja. 4 Items und 2 Level geschafft. Max LP, dafür eine Rüstung, das können wir euch nehmen. Mammut. Schaden und Tempo geht runter. Das können wir ruhig machen. Meine LP ist jetzt auf 50 gecapped. Das ist aber okay. Dafür geht alles hier nach oben. Eine SD-Couch. Pro minus 12. Ne. Das kann man nicht machen. So, nehmen wir Crit. Oder LP Regeneration. Ich nehme Crit. Und hier nehmen wir aber. Die kriegen wir eh nicht mehr. Die Rüstung. Dann nehmen wir nur den Helm. Und können nochmal würfeln. Schade. Und Angriffstempo für Schaden. Ernte für das hier, das können wir auf jeden Fall noch machen. Das brauchen wir eh nicht mehr. Angriffe haben Chance, Brandschaden zu verursachen. Für nix. Das ist doch gut. So, jetzt kommt, glaube ich, hier wieder der Endboss. Töte den noch, please. Oh, ich habe gewonnen. Ich dachte, ich bin tot. Oh mein Gott. So, neue Gegner erscheinen für die nächste Stufe. Okay, wir gehen jetzt aber mal kurz. Oh, Alter, ich bin völlig fertig. So, der Einarm. 200 Angriffstempo. Alle Schadensmittel werden um 100% erhöht. Du kannst nur eine Waffe gleichzeitig ausrüsten. Das ist ja lächerlich. Okay. So, irgendwas haben wir doch noch bekommen. Hier, den Sparfuchs. Schaden pro 30 Materialien. Du beginnst mit einem Sparschwein. Die Itempreise sind aber um 50 erhöht. Okay, aber wir sind zumindest... Achso, was haben wir hier noch? Die Spinne. Für jede einzigartige Waffe, die du besitzt. Was sind denn einzigartige Waffen? Das würde mich mal interessieren. Der Einarmige. So lustig. Tja, was ist denn die beste Waffe für den? 200 Angriffstempo. Interessant. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Folge aufnehmen kann oder ob ich noch eine aufnehme. Mal gucken, wie eure Resonanz bei dem Game ist. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schaltet ruhig beim nächsten Mal wieder ein. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis denn, euer Chris. Bye, bye. Tschüss.